Ja, liebe Genossinnen und Genossen, als ich vor ein paar Wochen meine Bewerbung abgegeben habe, wollte ich das Profil der Partei als Sozial- und Rechtsstaatspartei stärken. Ich wollte dafür werben, dass die Partei den Begriff Freiheit von links besetzt und ihn nicht den Konservativen und Liberalen überlässt. Ich habe heute zwei andere Gründe, warum ich kandidiere. Zum einen möchte ich im Parteivorstand dafür werben, dass wir ein verbindliches Verbot der Annahme von Unternehmensspenden beschließen. Ich halte den Beschluss, den wir gestern gefasst haben, für falsch. Das Zweite ist, ich möchte im Parteivorstand für eine andere politische Kultur streiten. Das, was ich in den letzten Stunden hier erlebt habe, wird auch im Parteivorstand auf meinen Widerstand treffen. Es wird Ärger mit den Parteivorsitzenden geben. Ich suche diesen Ärger. Und wenn ihr diesen Ärger auch haben wollt, dann könnt ihr mich wählen. Ich halte es für nicht angemessen, auf einem Parteitag in Form von Gerüchten, von Andeutungen zu agieren und nicht mit klaren Positionen. Als ich vor 24 Jahren mit 16 Jahren in die PDS eingetreten bin, war das eine offene Partei, eine Partei, in der Konflikte offen diskutiert worden sind. Und ich möchte, dass wir wieder eine solche Partei werden. Eine Partei, in der sich jede und jeder treffen kann, wo er will, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Eine Partei, wo nicht entscheidend ist, wer was sagt, sondern was gesagt wird. Und eine Partei, in der es nicht nur einen Weg gibt, sondern mehrere. Danke.